bin Erik Vollmecke, komme aus Elbe und mache eine Ausbildung bei Leis in Sillinghausen als Feinwerkmechaniker. Die Firma Leis und Söhne ist ja ein Familienbetrieb, so wie ich das von zu Hause kenne. Und die Gesellen nehmen einen immer an die Hand und zeigen einem Stück für Stück die Tätigkeiten in dem Beruf. Mein Interesse am Handwerk bekam ich durch den Land- und Forstbetrieb meiner Eltern, wo ich viele Metallarbeiten kennenlernen durfte, zum Beispiel Schweißen oder die Arbeiten mit der Flex. Ich habe mich für eine handwerkliche Ausbildung entschieden, weil ich gerne sehen möchte, wie funktioniert das von einem Träger bis zu einem kompletten Querlager. Wie baut man aus Laserteilen oder aus verschiedenen Rohren, vom Rohrlaser, der Säge oder Zerspanteilen, einen ganzen kompletten Rahmen eines Rollgangs. Des Weiteren gefällt mir, dass wir gut und gerne im Team arbeiten und jeder für sich seine Teile fertigt und es nachher eine komplette Maschine ergibt. Das Maschinenteil, auf dem ich sitze, ist natürlich auch keine Einzelarbeit, sondern eine Teamleistung. Ich zum Beispiel habe die Stränge geheftet und verschweißt. Ein anderer Kollege hat die Träger angezeichnet oder hier die Bleche auf die Rohre geschweißt. Mein Ziel für die Zukunft ist es, meine Ausbildung gut abzuschließen und danach vielleicht 2-3 Jahre als Facharbeiter zu arbeiten und danach die Meisterschule zu besuchen. Ich wohne zwar nur 2 Kilometer von der Firma entfernt, trotzdem ist es schwer, morgens zur Firma zu gelangen, da ich im Tal wohne und einen großen Berg vor mir habe. Deswegen nimmt mich morgens ein Arbeitskollege mit zur Arbeit, mit dem ich sehr gut klarkomme. In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit Freunden, arbeite gerne zu Hause im Land- und Forstbetrieb, fahre Trecker oder im Sommer mähen, Heu wenden.